Hallo und herzlich willkommen hier auf Nachtaktiv Gaming. Wir sind wieder zurück in Resident Evil Village und haben erst vor kurzem die Puppenlady gekillt und sind dem Kellerbaby entkommen. Wir haben eine neue Schrotflinte gefunden. Haben eine neue Schrotflinte gefunden, die aber nicht mit der anderen Munition kompatibel ist. Und jetzt wird der Koffer übrigens auch voll. Voll. Und er ist unsortiert. Oh, ja. Guck mal, hier sehe ich schon richtig viel Platz. Wenn ich das Ding hier hinpacke und das Zack. Ding da oben hinpacke. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte verschieben. Haben wir auch noch nicht benutzt. Und dann kann man. Das kann man doch bestimmt auch drehen. Ja, oder Ja. so. Dann haben wir hier schon wieder Platz. Gut, hier haben wir so ein einzelnes Ding. Das ist natürlich immer unschön. Aber wenn wir das verschieben, schön ein bisschen mehr Platz. Ja, sehr schön. Ja, die hat eigene weit streunende Du hast auch Vorderschaftsmittelschildkröte. geschossen. Explosiv geschossen. Wenn du schon, geh mal Das ist. zur Puppe und kombiniere die mal. Ach so. Ja. Wichtiges? Nee. Hier, ne, bei Schätze. Kombiniere, kombiniere. Und jetzt ist sie mehr wert. Wahrscheinlich. Wenn die Puppen brauchen, dann haben wir eben gerade massenhaft gehabt. Hätten einfach einpacken können. Ist Ohne so. Ende. Also, hier ist die gute. Wir haben auch geschnitztes Tier und geschnitzten Körper. Das sieht schon creepy aus, das Ding. Vor allen Dingen eine Braut. Die hat auch ein drittes Auge, glaube ich, da oben. Und ein Plastikfehler. So, was haben wir hier? Da den Kopf und den Körper. Ah, auch kombiniere, kombiniere. Sehr schön. Die Dinger machen wir auch immer kaputt. Plötzlich bauen wir eins zusammen. So, das haben wir. Kugellabyrinth können wir nicht machen. Genau. Speicherpunkt. Also zwei Kugellabyrinthe hatten wir sogar noch gesehen gehabt, ne? Zwei? Ich glaube, es waren zwei. Ich glaube, bei der Holzpuppenlady war auch ein. Da unten geht die Party. Gargoyles und weiß nicht, Werwölfe oder was das aber. Ja, war ein Werwolf auch dabei? Das sah so aus, als ob da noch ein anderes Tier vorweggelaufen ist. Lass mich einfach in Ruhe. Oh, guck, da liegt auch so eine Puppe, alles. Ja, können wir auch mitnehmen. Das ist nicht sein Ernst, oder? Als ob er nicht über ihn rübertreten konnte. So. Da sind wir. Jetzt Hat der können Duke uns wieder was zu sagen? Ja, der war eine Puppe. Ist einfach ein Vogel auch. man steckt erstmal das zweite Ding da rein, vielleicht Kommt verändert dir sich das das dann. vielleicht bekannt vor? Nö. Bitte sieh die, bleib vorsichtig. Ja, wir machen hier kurz das. Vielleicht triggert das dann halt, dass er im Shop was Neues hat. Wenn er der Flakon. Ah, das sind die Beine von unserem Kind. Ah ja. Ah. Nee. So. Jetzt haben wir nur noch hier unten und dann wird wahrscheinlich Das der ist auch letzte. ureklig, Mann. Der sieht auch, wenn das im Wasser ist, wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß. Ja, Den darfst du es machen. ist in der Mühle, ne? Morveus, ist das Morveo? Ja. Steckte Waffe. So, jetzt mal verkaufen und ein bisschen pimpen. Willkommen. Guck mal, 5000 das Teil einfach. Ja. Boah. Wertvoll. Wertvoll. Sehr wertvoll. Junge, tschüss. Die ist kombinierbar noch.
Das ist jetzt 15.000, wenn wir es kombiniert haben. Oh, 20. Jawohl. Ja, das nee, nicht. Das können wir nicht. Sonst haben wir auch nichts. Ja. Ich könnte mal so eine Waffe wegmachen, ne? Ja, wir werden die wahrscheinlich nicht mehr benutzen, oder? Aber die ist halt gut gepimpt, ja, ich weiß nicht. Ja, aber denkst du, wir werden die benutzen ja dieselbe Munition. Da werden wir wahrscheinlich nicht durchwechseln. Oh, jetzt schieße ich mit der ein bisschen. Wie viel macht denn die? Guck mal, die hat Feuerkraft 150. Und die 170 schon. Ja, okay. Ja, dann hau die weg. Aber die Schrotflinte nicht. Ja, weil die Schrotflinte ist auch eine andere. Ja. Ja. Okay. Dann kriegen wir jetzt richtig Kohle, ja. Afro, dein Angel. Boom, und pimpen auch nochmal. Die Pistole. Porzellanpuppen sind sehr gut. Guck mal, Feuerkraft geht hoch. Magazingröße ganz wichtig. Nochmal. Na, erstmal die Pistole, Digga. Ups. Hä, ich dachte, das wäre die. Okay, kann man auch nicht. Achso, die ist sogar schon voll. Nee. Ja, sie ist schon. Doch, aber vielleicht sind jetzt in dem. Vielleicht kannst du jetzt im Dings-Shop wieder Bauteile kaufen, weil wir die andere verkauft haben. Guck mal. Oh, die, guck mal, die kostet 65, Digga. Wenn ja, wir die wieder, wenn wir die wieder kaufen. Die werden wir nicht wieder kaufen. Was ist das da links? Ist das für die Pistole? Ja, für eine Pistole. Ja, die hol mal. Okay. Ich hoffe, es wird dir noch. Gibt's danach was? Nee. Was ist das da? Für was für eine Waffe ist das da rechts? Da noch ein, das? Für die neue, die du gefunden hast. Ja, okay, die ist Schrott. Ja, wenn wir Munition für die mehr finden, dann wahrscheinlich nicht mehr. Ja, aber ständig. Und was ist mit Dings? Mehr Dings? Einmal. Gott gab den Menschen Schultern, damit sie Lasten tragen können. Und was siehst du, mit dem Verkauf der Pistole haben wir auch ein bisschen. Und ich würde auf jeden Fall sowas hier kaufen. Einmal Munition oder was? Ja, herstellen für Schrotflinte und ach so, für Sniper. Herstellen. Zu hungern. So, und Werkstatt, warte mal, nochmal Werkstatt? Heißt zu ich leben. Glaube, Fleisch und so haben wir nichts gefunden, Digga. Mm-mm. Und keine Tiere getötet. Werkstatt. Die Sicherstellung von Waren. Wegen der Schrotflinte nochmal gucken. Glaub ganz mir, oben. Mein Freund. Könnte man Nachladegeschwindigkeit ja, noch erhöhen. Überlass eins. Das mir. Und dann. So eine einfache Modifikation ist sofort erledigt. Okay, das reicht erstmal. Ja. So. Hals hast du dann eine Speicherbox? Beinbruch. Jawohl. Und dann geht's weiter. Das war jetzt ja nur Kosmetik bis jetzt. Ja, bisher ist nichts passiert. Hier geht's leider lang. Ich bin gespannt, ey. Aber ich würde gerne Pistolmunition nochmal holen. Kannst du die nicht herstellen? Yeah. Kannst du die herstellen? Guck die mal, ist, glaube ich, richtig günstig. Guck mal, 150. Ja, okay. 150 ist nichts. Hier was hier so. Wusste ich doch, dass dich das interessieren würde. Jetzt habe ich 30 Schuss, das ist schon besser. Ja. Das ist natürlich richtig. Das können wir natürlich auch noch machen, ne? Ja, aber das müssen wir nicht jetzt machen. Das können wir ja beim nächsten Mal zum Reinkommen machen. Wenn wir den hier besiegt haben. Bevor wir uns zu Mehmet machen, hätte ich beinahe gesagt, wie hieß der? Heisenberg. Ach, wir konnten das auch nur in dieser Reihenfolge machen. Warum? Ja, weil hier, guck mal, hier ist der Schlüssel nur mit den Federn. Und hier ist der Schlüssel mit dem Embryo und den Federn. Den aha. Haben wir ja eben erst bekommen. Also wir konnten uns gar nicht aussuchen. Okay. Es war nur Zufall. Okay. Wir hatten aber das Gefühl, wir hätten uns das ausgesucht. Ja. Aber das ist die okay. Richtige Reihenfolge auch. Mhm. Okay. Das sieht auch geil aus. Ciao. Och, der sieht... Alter. Oh, Bein weg gleich. Dachte, der sieht so aus! So wie der verrückte Ernie oder Bernie. Super, ich guck mir so der verrückte Kleine. Oh, der Behinderte. Was ist da? Ich
bin schwer verletzt. Lange halte ich nicht mehr durch. Ich höre ihn draußen auf- und abgehen. Er hat nicht mal gezuckt, als ich auf ihn geschossen habe. Und jetzt spielt er mit mir. Das ist kein normaler Wolf. Aber ich verkrieche mich nicht wie ein feiger Hund. Er ist mittlerweile tot übrigens, ne? Wenn ich zur alten Wassermühle schaffe, kann ich ihn stoppen. Ich kann dich beschützen. Es ist ja nicht weit. Verdammt, mir ist so kalt. Ich kann meine Beine nicht bewegen. Es tut mir leid, Luisa. Bitte vergib mir. Das ist der Vater. Das ist der Vater? Ist das der Vater von Luisa? Nö, die sind doch alle gestorben. Ist das nicht der Vater von... Nee, das ist nicht der Vater von Luisa. Das ist der Dings. Von dieser Frau. Mit der Schrotflinte. Ja, der Schrotflintentyp. Der was? Der Schrotflintentyp. Der am Haus war, oder? Entweder ist das der. Und das müsste dann auch gleichzeitig derselbe Typ sein, wie als wir in diesem Haus waren, was komischerweise abgefackelt wurde. Ach, hier sind wir. Waren wir hier schon? Mach mal Map auf. Ja, hier wurden wir runtergeworfen. Stimmt. Ja. Da ist der Buschige. Hey! Hast du das gehört oder was? Nee, ich hab das jetzt so verstanden, dass der... Oha! Den hast du aber getriggert jetzt. Der rastet jetzt gerade komplett aus. Ja, das ist gut. Voll ausgetrickst. Also der stirbt nicht, ja, der... Also so habe ich das jetzt verstanden, also der andere hat schon... Also werde ich jetzt hier wieder durchgehetzt. Durch diese Gegend. Aber guck mal, Digga, da kommst du da hin. Ja, da ist natürlich geil, ne? Da ist was drin, Digga. Kommen wir da ran? Ja, da rüber. Dann, obwohl, vielleicht können wir hier nicht lang. Dann wir werden es sehen. Versuchen wir mal. Ja, wir bleiben mal draußen, ne? Aus welchen Gründen auch immer er hier nicht reinkommt. Ich hab keinen Bock, er hat Angst ein bisschen. Aber wovor? Von mir. Naja. Warte mal. Genau das Haus gegenüber müssen wir. Ja, hier. Das ist. Das da. Nee, das da. Das da. Jetzt werde ich gejagt. Jetzt werde ich. Oh, ein Hosan. Das ist doch gut. Er weiß nicht, dass ich da bin. Kannst du nicht an dem vorbeilaufen? Irgendein Shining sieht nicht. Hier müsste ich auch lang. Später dann, wenn ich es schaffe, den Schleim irgendwie wegzumachen. Pass auf, ich wette mit dir, wir brauchen irgendwie einen Flammenwerfer oder so. Ja, den kriegen wir vielleicht gleich. Und dann kann man den Zottel vielleicht. Kann man den Zottel vielleicht auch abfackeln. Ja, gut, hier waren wir ja, ne? Hier sind wir ja schon mal durchs Dorf gejagt worden. Ah, hier durchs Haus? Nee? Hä? Ich wusste es, dass man hier nicht weiterkommt. Hier kann man nicht durch. Ja. Da kommt man da nicht lang? Da kommt man doch lang. Da, wo er jetzt lang läuft. Und da ist doch die Tür. Siehst du das? Stimmt. Der Zotte. Wenn man den anzünden könnte, das wäre so lustig. Wenn er dann wie so ein brennender Watteball. Na, er muss doch jetzt seine Route da wieder abgehen. Da kommt er. Oh, er geht eine andere Route. Ja, ihm seine Vorbombe an den Arsch schmeißen. Hier ist jetzt eine Waffe oder so, ne? Ja, irgendwas cool, irgendein cooler. Explosivgeschosse. Das kann es nicht gewesen sein. Hier. Granatwerfer. Granatwerfer. Und da ist noch ein Koffer. Kann man den auch noch nehmen? Nee, da war der drinne. Okay.
Es ist die Da ist noch was drin. Ja gut, wo denn? Guck mal nach oben. Oben? Ob man da irgendwas anschießen kann, wieder so ein Stein oder was? Das ist doch komisch. Da Hier. Ist das, Dietrich, okay. Das war's bestimmt, oder? Das muss es gewesen sein, ja. Okay, aber wie kommen wir jetzt weiter? Hier müssen wir ja lang, aber das ist der Glibber. Kann man den Glibber vielleicht mit einer Granate wegsprengen? Nee, das geht nicht, weil du kannst ja die Granaten weg haben und dann kommt sie nicht mehr weiter, oder was? Ja, ist richtig. Müssen wir vielleicht den killen? Ja. Ist das vielleicht, dann geht es vielleicht weiter, wenn wir den killen? Kann man nochmal speichern? Nee, ne? Ja, zurücklaufen, ne? Können wir speichern. Ja gut, aber wenn wir, ja, lauf mal zurück, speichern mal und dann verfeuer mal alles. Ja. Weil das wäre halt bitter, wenn man ihn nicht töten müsste und wir die ganze Munition verschwenden, ne? Wäre jetzt so mein Vorschlag. So, jetzt darf ich. Mit dem Ding darfst du ihn wegflexen. Jetzt baller ich ihn weg. Wo ist Struppi? Hey. Da ist Struppi, gespawnt gerade. Macht ihm nichts. Ihr macht das mal. Nein! L2W. Struppi, aus! Wut! Okay, das ist schön. Okay, bin mir nicht mehr sicher, ob ich ihn töten kann. Doch, doch, doch. Er ist tot. Was hat denn der dabei? Ich hätte auch abwehren können. Okay, Christian. Ups. Guck mal bitte, wie viel Kohle das gebracht hat, dass du den getötet hast. Kristalle? Ja, der hat ja so eine ganze, der hat ein ganzes Skelett hinterlassen. Das ist einfach, du hast einfach Strubbel getötet. Der Arme. Suchst du nach etwas Bestimmtem? Nee. Nö. Wir wollen nur gucken. 20. 20.000. Ja, okay, das hat sich gelohnt mit den paar Kugeln da. Ne? Nee, wie kostet denn eine Kugel? Hat er noch nicht im Angebot. Muss er mal ins Sortiment nehmen. Wir haben ja jetzt was Neues. Muss er mal seinen Kollegen Bescheid sagen. Mal sehen, was du auf deiner Reise so alles findest. Gut, damit ist Strubbel tot. Wir wissen aber noch nicht weiter. Das ist richtig. Irgendwo da hinten muss es ja lang gehen. Hier mit dieser Glibber. Wenn zwei Strubbel kommen, dann wird es richtig scheiße. Ja. Das wäre jetzt so die Frage. Ist das eine Blutlache? Ja, hört sich nach etwas an, aber ob das ein Strubbel ist. Das wäre mega dämlich. Eher nach diesen Lappen haben wir. Moin! Noch einer? Ah, hier waren wir ja auch schon, ne? Oder? Moin! Da ist doch Dings dann nach oben gezogen worden, ne? Genau. Das war die Stelle, wo der Typ, den wir eben gefunden haben, wo der durch die Decke gegangen ist. Ach, das war er? Ja. Ach, der von Anfang. Ja, glaube ich doch. Also wir haben nie die Leiche gefunden, ne? Stimmt. Und das kann gleichzeitig derselbe Typ sein, der da unterwegs war. Ah. Gut, hat sich nicht gelohnt, hier reinzugehen. Nee. Die Chicken killen wir. Chicken. Die müssten noch hier sein, da kommen wir jetzt nicht lang. Muss ich jetzt. Hier unten ging es doch nicht weiter. Doch, doch, das war dann wie so eine Art Kanalisation. Sind wir an den Chicken schon vorbeigelaufen? Ich glaube, da bin ich vorhin schon vorbeigelaufen, ja. Aber da wussten wir noch nicht, dass wir die töten können, oder? Aber oder waren wir da? Nee. Nee, da waren wir nicht. Wir waren zwar in dem Gebäude, waren wir drin. Ach, das konnten wir noch gar nicht machen. Nee.
Haben wir da noch irgendwas anderes für? Brunnenkurbel? Ja, das habe ich gerade gemacht. Ja, nee, dann weiß ich nicht. Das ist doch Quatsch. Ihr werdet aber gut behütet. Ja, das ist... Das ist halt so manche... Sind wir da schon dran? Nee, da waren wir noch nicht dran. Das, doch, doch, danach kommen wir. Eben gerade. Oh, Leute, Leute, Leute. Ja, man muss hier sagen, das ist halt alles. Nee, da waren wir auch, da waren wir auch gerade erst drin. Man muss ja auch sagen, also es ist wirklich alles insgesamt sehr, sehr groß. Und für den Spielenden gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Aber da müssen wir jetzt ja rein theoretisch... Wir müssen ja irgendwie hier durch. Wie kommen wir hier durch? Ich verstehe es nicht. Müssen wir doch noch eine... Schmeiß da mal eine Rohrbombe hin. Okay. Versuch's einfach mal. Ich meine, ups, wir benutzen sie ja eigentlich ja eh nicht. Also wenn das jetzt stimmt, dann ist das aber komisch auch. Ja, tatsächlich. Ja, was ist, wenn man keine hat? Und was ist mit dem anderen Weg? Mach mal Map auf, wo geht's da lang? Da geht's in, da ist vielleicht was. Ja, aber falls wir Rohrbomben machen. Ja, ja, gut, okay. Ich sehe, vielleicht ist da ja irgendwas, ne? Hätte das mit dem Messer auch geklappt? Oh, ja, wenn das jetzt klappt, dann weiß ich auch nicht weiter. Ja, nee. Ah, gut. Ja, ich mach das jetzt noch schnell. Das war schon dumm. War zu kurz? Hat trotzdem ganz. Nee. Jetzt. Nee, okay, da geht's tatsächlich nicht lang. Das ist ja auch verarscht. Das ist richtig verarscht, weil das einfach Munition gekostet hat umsonst. Naja. Jetzt geht's aber. Wir sind schon da bei der Mühle. Okay. Jetzt haben wir keine Rohrbombe mehr für das. Dein Ernst? Kannst du eine bauen? Haben wir, was haben wir für Munition? Haben wir irgendwelche? Müssen wir jetzt Rohrbomben kaufen? Oder nimm mal den Dings. Den Flammenwerfer, Gesundheit. Was für Flammenwerfer? Granatenwerfer. Oh, Gesundheit. Jetzt. Aber Granatwerfer haben wir auch nicht. Ja, nimm mal bitte, da war was, wenn du den genommen hast, hat da gestanden, drück mal L2 und X. Ah, okay. Ich dachte, dann stellst du was her oder wechselst zwischen den Granaten. Ja, dann. Also kaufen wir jetzt eine Rohrbombe. Ja. Weil wir zwei Stück gerade für nichts ausgegeben haben. Stellen Sie das im Inventar, um Munition herzustellen. Ja. Geh uns doch nicht auf den Sack. Aber es wird halt auch nicht erklärt, dass man diesen Glibber wegmachen kann, ne? Ja, so einige Sachen werden nicht erklärt. Das war jetzt. Entweder kommt man drauf oder Pech. Ah, das ist dann echt mies, ne? Ja, wir sind schon wieder da. Eine Rohrbombe für 3000. Danke, du. Wir kaufen zwei. Wer weiß, ob wir nicht noch keine brauchen. Dieser Abzocker. Danke für deine Treue. Er wusste es bestimmt. Das wäre viel geiler, wenn wir ihn einfach abschießen und ihn einfach ausrauben. Ja. Ja. Das geht leider nicht. Es wäre lustig, wenn er gesagt hätte, na, brauchst du die für den Glibber? Hast du etwa daneben geworfen? Glibberbibber?
Ja gut, aber dass die Mühle schon so dicht ist, das wäre jetzt ja auch krass, wenn da jetzt hier gleich direkt der Bossfight wäre. Nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Nee, das glaube ich auch nicht. Wobei jetzt, also das Schloss war halt schon ein bisschen spektakulärer. Oh. So. Ne, Schloss war schon spektakulärer. So, die Hütte war krass, aber war ja wirklich nur eine Dreiviertelstunde oder was? Ja. Na? Ja, klar. Ja, das Schloss ist auch riesig gewesen, ne? Ja. Mit Rätsel, mit vielen. Hier vielen sind auch Gängen. Schweine, die wir. Ja. Lol. Ja, das kann kein normales Schwein sein. Naja. Drei Schüsse einfach. Aber das Wild ist immer gut. Ja, das brauchen wir tatsächlich, ne? Um besser. Besser zu werden. Da ist schon wieder irgendwas. Hier kann ich gleich mal aufmachen. Ja, entriegelt. Und jetzt geht und es. Da links ist auch wieder so ein komischer Mechanismus. Was, warte mal, da links. In dieser Hütte da. Ist da nicht vielleicht irgendwas Brauchbares? Rätsel. Hier ist wieder so eine Kugel. Ja, wir haben keine Kugel, ne? Nee. Aber da ist wieder so ein Kugelrätsel. Ist auch wieder fetten. Ja, da kriegen wir immer richtig Shit. Cash. Mhm. Was? Foto eines seltenen Tiers. Okay, es gibt seltene Tiere. Das speichern, ja, ja, sehr gut. Speichern. Und dann geht's wohl gleich ab. Mhm, runter geht es. Diese Erinnerung hätte man mal da reinschmeißen müssen. Schmeißt deine Erinnerung rein. Und dann ein seltenes Schwein. Und dann hätten wir da nicht eine Puppe seziert, sondern. So ein Schwein. Aber wir hätten da ja nicht hingekonnt. Das haben wir ja schon herausgefunden ohne den Schlüssel. Jetzt geht's wieder mit einem Aufzug. Ja. Zum See. Oh, Wasser finde ich auch ganz eklig. Naja, weil Gegner so raushüpfen. Ja, ich finde Wasser ganz schlimm. Ja, das fand ich auch, als ich The Last of Us nochmal gespielt hatte und dann da auch in so einem Wasser. Nee. Ich finde Wasser bei Horror-Games echt mies. Bei so Adventure-Spielen, Uncharted, Tomb Raider oder so, finde ich Wasser extrem cool. Und genieße das auch richtig, aber guckt euch bitte gleich, ohne es vorher gesehen zu haben, diesen Sumpf an. Bläh. Da will ich nicht mal mit einer Videospielfigur drüber laufen. Hier war irgendwas, der hat oben gesaved. Hier geht gleich was. Ja, so eine alte Mine ist das. Ist doch kein See. Wow. Also eine Mine finde ich auch nicht viel geiler als so ein altes Puppenhaus. Das ist so ein bisschen, erinnert mich an den Until nächsten Dawn. Teilen. Ja, nicht nur von Until Dawn, auch Until Dawn, aber der neueste Teil davon, den, der jetzt wahrscheinlich wieder Halloween rauskommen wird. Da ist man ja auch irgendwie in so einer Höhle unterwegs. Muss man bestimmt wegspringen wieder, oder? Wir haben jetzt nur noch eine, deswegen ich habe voll Angst, jetzt die zu benutzen und dann kommt Glibber und dann stehen wir da wieder. Weil hier gibt es ja auch noch andere Wege und bis. Kann man natürlich gucken. Ja. Ja, hier müssen wir hin. Ganz schön dunkel hier. Nee, ist die andere Seite. Hä? Kommen wir nicht von da? Wir kommen von Doch, da. Doch, wir kommen von hier, da. Hier sind wir reingegangen. Da können wir nicht lang. Und da auch nicht. Können wir auch nicht lang. Dann können wir doch nur da lang. Ist ja der einzige Weg. Hm. Warte mal. Da. Mhm. Schon lange keins Gut mehr gesehen, gefunden, ne? Öfter mal geguckt. Ich habe Resident Evil 5 so gesuchtet gehabt.
Aber übertrieben gesuchtet. Ich hatte so ein Level, wo ich immer die. Das war ja noch levelmäßig aufgebaut, nicht wie Ja. hier. Und ich hab gewusst, wo alle Rubine in einem Level sind. Ich habe so Item-Farming betrieben. Ach so, Ich einfach kann einfach gegenlaufen. durchlaufen. Mal Ah ja, gucken. da ist schon wieder die Da ist Falle. es. Ach, Da ist Kollege. er. Ein Gifhorner. Wenn er jetzt smart, ja, geh vorne. Wenn er jetzt smart wäre, dann nimmt er das leise und nicht. Da war schon der Fehler. Man kann es leise nehmen. Oh, dem Armen geht's nicht so gut. Wir sollten ihn in Ruhe Wir lassen. sollten ihm Ich helfen. würde alles für dich tun. Was? Hä? Ich nehme mir das mal. Was machst du mit Mutters geliebtem Kind? Sie ist nicht ihr Kind. Sie war Mehr mein hast du Kind. nicht zu sagen? Was Sieht aus meinst wie du der mit ihr geliebtes Kind? Mutter will ihr Von Kind Hobbit. zurück. Verarsch mich nicht! Warte, warte, warte. Bitte, wenn du das nimmst, lachen die anderen über mich. Aber wenn ich mich besser schlage Wen als sie. Interessiert's? Warte, noch ein Rede bisschen. doch nicht mit ihm, er verarscht dich jetzt gleich. Das ist so lustig. Du bist dumm. Du Ja. redest zu viel. Danke. Das war's. Der Eingang ist dicht. Was soll das? Das ist mein Revier. Und Er ist ich auch so dumm. Nice. Nicht Erinnert mich ein bisschen an hier. Von Dying Light, den Typen. Boah, ist der dumm, ey. Psycho. Psycho. Psycho jetzt. Jetzt beschwert er sich auch noch. Du Psycho. bist so dumm. Ja, ist so. Du redest eine halbe Stunde mit dem. Aber wir haben ja das. Du kleiner Dieb, du. Er denkt, oh, der Arme, den kann ich ja nicht bestehlen. Ja, obwohl das mein Ziel ist und ich Ja. das die ganze Zeit gemacht habe. Aber nee, der ist so hässlich, der ist schon gestraft genug. Und er macht hier Glibber. Ja. Und jetzt? Wie komme ich hier raus? Ja. Da lang. Das ist bestimmt Du keine kommst Falle. hier nicht raus. Das ist keine Falle. Aber den finde ich wirklich ehrlich gesagt nicht so. Bis jetzt nicht so creepy. Hä? Hier ging es auch noch hoch. Hä? Okay, das ist doch bestimmt der richtige Gang und nicht hier der Ausgang direkt. Fertig. Oh, jo, das ist ein Sumpf. Alter. Ja, aber dann muss man da jetzt lang? Nee. Doch. Nee, da kann man nur nicht rein. Doch. Oh, da ist die Kiste. Die ist viel zu easy da platziert. Kommst du da hin? Die ist viel zu easy. Nee. Nee, geht nicht. Ein Boot. Ja, los, fahr hin. Aber Sei so gut und bring den Bootsschlüssel zurück in die Hütte in der Mine. Hans ist tot. Also ist erstmal Schluss mit Fischfang. Ich meine, wir wissen doch alle, dass sein Tod kein Unfall war. Er wurde samt Boot von einem riesigen Fisch gefressen. Ah ja. okay. Gut, also Also wir da ist wissen, ein da ist riesiger was im Fisch. Wasser. Ein riesiger Fisch. Okay, aber das ist jetzt blöd, weil hier sind halt tatsächlich mehrere Wege. Das könnte der Hauptweg sein, aber dann, was ist dann der andere Weg da? Der sah ja auch richtig groß aus. Ja, aber ich denke, wir machen nochmal Map auf. Ich glaube, denke, das mit dem Boot ist einfach Bonus, oder? Wir können ja nicht hier einfach rausgehen. Hier wäre der Ausgang. Das wäre doch nice. Versuch. Aber dann will ich den Boot, das Boot machen. Ja, na klar. Wenn das Bonus ist, dann will ich auf jeden Fall. Nee, hier können wir. Sieht zerbrechlich aus. Nee, Schieß mal gegen. geht nicht. Ach so. What?
rechts war auch noch ein Fass. Stimmt. Jetzt will ich doch wieder zurück zum Boot. Ja, aber hier geht's lang. Nee. Oh. Ach, hier geht's hier hin. Aha. Doch ganz woanders. Was ist denn das für ein krasser Baum? Da ist irgendwas. Ja, ja, das sind aber die Lappen. Die sind so langweilig, diese Gegner. Ja, natürlich gleich mehrere wieder. Ja, du hast einfach mehr Leben als der andere. Bootschlüssel. Jetzt vielleicht müssen wir dahin. Ja. Das würde Sinn machen. Mhm. Oh, das ist oh nein! So viel Munition habe ich auch gleich dabei. Hier sind Fässer. Oh. Ich hau erstmal ab. Wir sehen uns später, Leute. Erstmal zum Boot. Ist das der richtige Weg? Ja. Das ist der richtige Weg. Jetzt von da oben alle abschießen. Das wäre eine Maßnahme. Aber die können ja gar nicht hochspringen. Ja, haut bloß wieder ab. Haut bloß wieder ab, da zurück. Hier, Spaß. Ich muss jetzt nämlich Boot fahren zum großen Fisch und angeln. Siehst du, hat sich das doch dann geklärt. Das Boot wäre nicht benutzbar gewesen ohne Bootschlüssel. Ethan, der Depp. So. Bootschlüssel. Perfekt. Manche Sachen klären sich von alleine. Was die Sache jetzt nicht besser macht. Mal gucken, ob du den Fisch findest. Und los geht die Reise. Was denn? Was ist mit der Truhe? Da war doch eine dicke, fette Truhe. Oder nicht? Nee, ich kann nicht aussteigen. Achso, da kommt man nicht ran. Nee, Ethan ist einfach auch der letzte Depp. Er kann da nicht hinschwimmen. Er kann gar nichts, aber wir fahren wahrscheinlich einmal rum und vielleicht kommen wir von der anderen Seite dahin. Ja, wenn der ganze Glibber verschwunden ist. Jetzt erstmal abhauen. Türmen. Naja. Mal gucken, wann wir werden wahrscheinlich den riesen Monsterfisch sehen. Oh ja, das sieht aus wie so ein Open Fight Areal. Nein, im... Was ist das denn bei? Was war das? Das war Moby Dick. Das Kies? Ja, guck mal wegen der Kiste. Ja, da geht's zur Kiste. Ja, die Kiste juckt mich auch. Wie? Hä? Ethan, du bist auch der Letzte. Okay. So viel zum Thema, wir können uns aussuchen, wo wir lang wollen. Das war's schon. Die Bootstour ist zu Ende. Ja, ein bisschen lame. Einmal kurz der Fischkuckuck gemacht. Ja, der wurde jetzt für später angeteasert. Ja, der wurde einmal so mit... Oh, was ist denn das? Das ist auch so diese Kontaminierungszelt, da finde ich auch immer was richtig schlimm. Was ist das denn? Ah, eine Forschungsstation? Da ist was. Was läuft hier für ein kranker Scheiß? Oh! Runter da von mir! Halt still, verdammt! Ethan! Hä? Hätte Chris. Nicht gedacht, dass du es so weit schaffst. Krass. Wäre doch schade, wenn dir jetzt was zustieße. Ach ja? So schade wie bei mir? Na los doch, bring's zu Ende! Hey Boss, die Bewegungssensoren schlagen Alarm. Wir sollten weiter. Die Sensoren? Wo genau? Unbekannt. Schätze mal, wir waren zu lange hier und Miranda weiß es. Hey, sagtest du Miranda? Was wisst ihr noch? Vergiss es, Ethan, das ist nur Nummer zu groß für dich. Was hat die Probe ergeben? Ist definitiv mit dem Pilz verwandt. Hinten ist der Fisch.
Du hältst dich aus der Sache raus. Welche Sache? Pass auf! Ich bin nicht im Wasser, oder? Bei dem Fisch. Ja. Hm? Nee, da bin ich jetzt schon wieder raus. Hol die Kiste. Oh. Shit. Der Ausgang ist geflutet. Keine Chance. Ich habe keine Zeit für dich. Ich habe keine Zeit für dich. Eine Wahl hätte. Miranda bereitet die Zeremonie bereits vor. Hat sie dich geschickt, um mich aufzuhalten? Dass ich nicht lache. Sag das nicht. Das ist unfair. Ich gehöre an ihre Seite, nicht du. Was laberst du? Was ist los mit dir, Mann? Ich kann es nicht mehr halten. Der verwandelt sich jetzt. Oh, mein Gott. Ja, das ist richtig fieses bestimmt. Was geht denn ins Wasser? Ja, geh ins Wasser. Warum? Jawohl. Ja, er ist anscheinend wirklich der Fisch. Oh, Tja, vorbei. Aber der gute Chris Redfield, was macht der denn immer so ein Geheimnis da jetzt raus? Das weiß ich auch nicht. Ich hatte das jetzt am Anfang auch so mitbekommen, als ob wir auch eine Ausbildung von dem bekommen haben. Kann das sein? Irgendwie hat er doch irgendwas so gesagt gehabt, von wegen in den 3 Jahren hat er auch irgendwie eine Militärausbildung gemacht oder so. Ja. Aber das ist eine Nummer zu groß für dich. Ich töte hier 2 von denen. Ja, das ist eine Nummer zu groß für dich. Er macht gar nichts. Ja, er hätte ja immer den Fisch angeln können, ey. Ja, keine Ahnung, ey. Fragt man sich echt, was das soll. Hier geht's wahrscheinlich nicht weiter. Nö. Nee. Und der ist jetzt so der Obercoole, ne? Der steht dann einfach nur dumm. Ja. Ist ja richtig krass. Irgendwie. Hat da Uhr seine Agenten. Das flirrt mich. Wenn ich das Wasser ablasse, dann passiert kein Strom. Kein Strom. Der Gut, der schwimmt da einfach. Ja, sieht auch aus wie ein Fisch. Aber haben wir nicht. Hat er uns das Ding wieder weggenommen? Nein. Ja, hier. Die Arme haben wir. Ja. Das sind ja die vorletzten. Ja, aber wäre es dann nicht einfach schlauer, ihn da schwimmen zu lassen für den Rest seines Lebens? Ja, aber sonst kommen wir doch da nicht raus. Müssen wir da lang, ja? Scheinbar. Really? Wie kommt er denn hier wieder her? Was ist denn? Das ist doch auch einer von denen, oder? Ja. Kannst du mir erzählen, was du willst? Job öffnen. Moin. Der hat sich den Kopf gestoßen. Buch erstmal weglegen. Hinsetzen. Hi. Ah, ja, ja. Ach so, und dann. Ja, ja, ja. Hier ist aber auch nichts mehr Neues, Kollege. Nee. Noch nicht. Kristall haben wir. Schädel haben wir. Das war's. Das war's schon. Wie heißt es doch so schön? Klein Vieh macht auch Mist. Ah, ja, du Arschloch. Ein gutes Geschäft. Das muss ich schon sagen. Hier, guck dir an, was er hier alles verkauft. Da soll man lieber eine Sicherung verkaufen oder Strom.
Gut, dann speichern wir. Ja. Gut, da drin wird es wahrscheinlich Strom geben oder so. Ja, das sollte man jetzt hier bestimmt irgendwie. Nee, hier wird es wahrscheinlich weitergehen, oder? Komm hier. Nee. Nee, das ist schon. Da geht es dann weiter, ja. Okay. Ich will noch gucken. Ah, es geht in die Mühle. Oder man setzt sich. Nee. Ich glaube, die Kurbel macht es nicht mehr lang. Ist schon ewig alt und entsprechend ramponiert. Im Fall, dass sie bricht, geh rüber und hol die von Windmühle 2. Das ist der einzige Ersatz, den wir haben. Ah ja. Die haben nur einen Ersatz. Toll. Die haben nur eine Kurbel. Oh. Hühnchen. Ach komm. Oh, Alter, Double. Ich habe gerade gedacht, du hast eins in zwei geschnitten. Na komm, ich habe doch jetzt schon 10-mal getroffen. Jetzt. Jawohl. So, und das war's jetzt für die Folge. Jawohl. Nochmal ein Kristallfragment. Ja, in der nächsten Folge sieht man ja die Kurbel, dann geht's ab, das Wasser ablassen und dann wird wahrscheinlich ein Bosskampf gegen den Riesenfisch kommen. Mhm. Und dann wird wahrscheinlich Heisenberg, der wahrscheinlich richtig schwer sein wird. Der wird auf jeden Fall nochmal eine Schuppe drauflegen, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Ja, und das wird wahrscheinlich krass werden, was auch in seiner Fabrik sein wird. Ja. Weil da wurde ja auch angeteased, dass das richtig fies sein der soll. Der war irgendwie auch schon krass mächtig mit seinen Magnetofähigkeiten. Ja. Naja, wir sind gespannt. Und die Fabrik, da bin ich gespannt, was in der Fabrik sein wird. Mhm. Alles klar, bis dahin dann. Haut rein. Macht's gut. Tschüss.